Schmerzfrei laufen bei Pes Anserinus-Syndrom. Diagnostik, Therapie, Training. Mit dem Running Dog. Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich zeige euch heute, wie man ein Pes Anserinus-Syndrom, also ein Gänsefuß-Syndrom, behandelt. Dafür haben wir Dani zu Gast. Dani, nimm doch einmal Platz, bitte. Dani, du hast Knieschmerzen. Wo genau tut es am Kniegelenk weh? An der Knieinnenseite am linken Kniegelenk. Unterhalb des Kniegelenkspalts? Ja. Okay, und die Beschwerden hast du bei Belastung oder wann treten die auf? Anfänglich bei Belastung, werden dann weniger und zum Ende hin wieder mehr. Okay, so ein Schmerz, der sich mit der Belastung weglaufen lässt erstmal, ist verdächtig dafür, dass auch noch andere Erkrankungen am Kniegelenk sind, die gerne auch zusammen mit diesem Gänsefuß-Syndrom, mit diesem Pes Anserinus-Syndrom auftreten. Sind da noch andere Erkrankungen bekannt? Ja, ein Knorpelschaden und Meniskusschaden. Okay, vielen Dank. Das Pes Anserinus-Syndrom beschreibt eine entzündliche Reizung an dieser Stelle. Und an dieser Stelle strahlen drei Sehnen von drei Muskeln ein, wie bei einem Gänsefuß. Der hat auch drei Strahlen. Das ist einmal der Schneidermuskel, das ist einmal der Schlankmuskel und das ist einmal der halbsehnige Muskel. Und die ziehen hier vorne zusammen und an dieser Stelle tut es dann weh. Soweit so gut. Aber ganz oft steht diese Erkrankung in Zusammenhang mit Veränderungen im Bereich des Kniegelenkes selbst. Also eine Veränderung des Meniskus oder ein Knorpelschaden, also eine Arthroseerkrankung des Kniegelenkes auf der Innenseite oder auch auf der Außenseite. Es gilt also darum, nicht nur den Schmerz an dieser Stelle zu therapieren, sondern erstmal herauszufinden, warum der überhaupt da ist. Und das werden wir jetzt tun, indem wir Dani genauer untersuchen. Bei der Untersuchung des Kniegelenks im Hinblick auf das Pes Anserinus-Syndrom ist es wichtig zu wissen, ob es noch andere Erkrankungen gibt. Wir sehen, die Streckung ist schmerzhaft. Wir sehen, die Beugung ist sehr schmerzhaft. Da sind noch andere Dinge im Spiel als nur der Pes Anserinus. Der befindet sich hier an dieser Stelle. Der tut besonders weh, während die anderen druckschmerzhaften Punkte am Kniegelenk im Moment keinen Ärger machen. Wir müssen also genauer untersuchen, was die Ursache für dieses Pes Anserinus-Syndrom ist. Im Ultraschall kann ich Flüssigkeitseinlagerungen und Schleimbeutelschwellungen, die es genau im Bereich des Pes Anserinus gibt, sehen. Wenn sie denn da sind, hier sehen wir ein bisschen Flüssigkeitsschlieren im Sinne von entzündlicher Reizung am Pes Anserinus. Was fast noch interessanter ist, ist, dass wir hier am inneren Gelenkspalt oben wie unten deutliche degenerative Veränderungen sehen. Und deshalb werden wir dieses Kniegelenk im Kernspinn und im Röntgen genauer untersuchen müssen. Wir möchten jetzt die MRTs von Dani ansehen, um zu beurteilen, ob tatsächlich Veränderungen an der Kniegelenksinnenseite diesen Gänsefuß reizen. Wir sehen hier Veränderungen des Innenmeniskus, wir sehen Veränderungen des Knorpels auf der inneren Kniegelenksseite und auch Flüssigkeitseinlagerungen im Knochen. Also da ist etwas im Gange, was das Kniegelenk irritiert und die Schmerzen am Gänsefuß sind nur die Folge davon. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, wie können wir dieses Kniegelenk an der Stelle entlasten? Dafür kann man eine Ganzbeinaufnahme machen, um zu sehen, wie stehen Ober- und Unterschenkel zueinander. Wenn es dort relevante Fehlstellungen gibt, kann man dort Achskorrektur vornehmen, weil die haben wir gesehen, dass das so nicht funktionieren wird. Es geht jetzt also darum herauszufinden, ob in der Bewegung noch zusätzliche Trigger für dieses Pes Anserinus-Syndrom da sind und vor allem, wie wir therapieren können mit Dingen wie Stoßwellentherapie, Injektionen, Physiotherapie und natürlich auch Übungsprogrammen für dich. Deshalb wollen wir jetzt erstmal die Funktion ansehen. Die Prognose des Pes Anserinus-Syndrom, wird das wieder gut? Man kann tatsächlich mit Spritzen in diesem Bereich in 70% der Fälle eine deutliche Besserung erreichen. Entscheidend ist aber, die Ursache im Auge zu behalten. Das Pes Anserinus-Syndrom wird im Verlauf im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie gut man die Grunderkrankung, Meniskusschäden, Arthrose im Kniegelenk, behandeln kann. Und genau das müssen wir hier jetzt auch noch herausfinden. In der Fußdruckmessung erkennen wir Fehlstellungen von Fuß- und Beinachse. Für die Bewegungsanalyse setzen wir anatomische Markierungen. In der Bewegungsanalyse erkennen wir Fehlstellungen von Becken, Beinachse und Fuß in der Bewegung. Dafür machen wir die Untersuchung zuerst barfuß und dann mit dem verwendeten Schuhwerk. Wir haben jetzt die Aufnahmen der Bewegungsanalyse vorliegen und können daran sehen, wie die Beinachse das Kniegelenk belastet. Ob also
ein vermehrtes O-Bein vorliegt, was hier mehr Druck auf die Kniegelenksinnenseite bringt, oder ob die Belastung eher im Sinne eines X-Beins erfolgt und mehr Belastung auf die Kniegelenksaußenseite macht. Bei dir steht die Belastung auf der Kniegelenksinnenseite im Vordergrund. Und daraufhin müssen wir auch die Schuh- und Einlagenversorgung betrachten. Bei der Schuhversorgung geht es einmal darum, ob der Schuh auf der Innenseite ein härteres Material hat, was sich nach außen hebelt. Und andererseits geht es darum, ist der Rückfuß wesentlich höher als der Vorfuß, was ebenfalls die Kräfte an der Kniegelenksinnenseite verstärkt. Mit diesem Modell hier hast du einen Schuh, der sehr flach ist vom Sohlenaufbau und der auch keine Korrektur an der Innenseite hat, also für dich ideal geeignet ist. Aber du hast das Ganze noch um eine Einlagenversorgung ergänzt. Du hast die kräftigeren Einlagen immer nicht vertragen, hast du mir berichtet, und hast jetzt hier so eine ganz leichte Unterstützung gewählt. Wenn du die fürs Gefühl im Schuh brauchst und dir das gut tut, dann kann man das machen. Was die Belastung an der Kniegelenksinnenseite angeht, würde ich selbst darauf noch verzichten. Jetzt kennen wir die Ursachen von Dannys Pes Anserinus-Syndrom und werden uns nun um die Therapie kümmern. Das ist zum einen die Therapie der Arthrose auf der Kniegelenksinnenseite und zum anderen das richtige Übungsprogramm, um die Beinachse künftig noch besser zu stabilisieren. Bezüglich der Injektion beim Pes Anserinus-Syndrom ist es möglich, hier im Bereich der Kniegelenksinnenseite direkt an den Sehnenansatz zu injizieren, was symptomatisch durchaus Sinn macht. Ursächlich ist es eher, wenn wir im Bereich des Kniegelenks ins Gelenk spritzen, um mit autologen konditionierten Plasma, das ist eine Eigenbluttherapie, oder Hyaluronsäure, die Gleitvorgänge und entzündlichen Vorgänge im Kniegelenk positiv zu beeinflussen. Die Stoßwellentherapie, die Magnetfeldtherapie und auch die Low-Level-Lasertherapie fördern die Regeneration des Gewebes und verringern dadurch die Schmerzwahrnehmung. Wir können dies am Pes Anserinus selbst anwenden oder aber auch im Bereich der Veränderung des Kniegelenkes, wie bei einer fortgeschrittenen Arthrose oder Meniskusproblemen. Die manuelle Therapie durch den Physiotherapeuten kann sehr zur Entlastung des Kniegelenkes beitragen und den Schmerz reduzieren. Beim Pes Anserinus-Syndrom und der Kniegelenksarthrose ist es wichtig, über ein Übungsprogramm die Stabilität der Beinachse zu gewährleisten und dadurch das Kniegelenk zu sichern. Wir werden jetzt 10 Übungen mit Dani einstudieren, die du in deinem Training genauso gut umsetzen kannst. Bei der Flossing-Therapie wird das Kniegelenk sehr straff gewickelt. Danach folgen 10 kleine Kniebeugen und danach wird das Gelenk wieder abgewickelt. Hierdurch kommt es zu einer Aktivierung des Stoffwechsels und zu einer Mehrdurchblutung. Dieser Durchgang wird 3-mal wiederholt. Lena zeigt uns hier die Dehnung des Schlankmuskels, des Musculus gracilis. Dies wäre die ideale und effektive Möglichkeit, diesen Muskel zu dehnen. Diese Übung ist allerdings nicht jedem Pes Anserinus-Patienten möglich, weil oftmals die Veränderungen an Knorpel und Menisken diese Übung zu schmerzhaft werden lassen. Deshalb gibt es eine Alternativübung, die wir euch jetzt mit Dani zeigen. Bei dieser Übungsausführung ist durch die erhaltene Kniegelenksbeugung von 90 Grad und dem Kniestand keine Überlastung des lasttragenden Kniegelenks zu befürchten und es gelingt eine ähnlich gute Dehnung des Schlankmuskels auf der anderen Seite. Wir sehen jetzt die Dehnung des hinteren Oberschenkelmuskels, des Musculus semitendinosus, der halbsehnige Muskel. Bei gestrecktem Kniegelenk und geradem Rücken findet hier die Dehnung statt. Damit haben wir den zweiten Muskel des Pes Anserinus gedehnt. Auch diese Übung wird 2-mal für 30 Sekunden gehalten. Der dritte Muskel des Gänsefußes ist der Schneidermuskel. Dieser wird durch Außenrotation im Kniegelenk, Beugung im Kniegelenk und Streckung im Hüftgelenk gedehnt. Diese Übung wird 2-mal für 30 Sekunden gehalten. Mit der Faszienrolle lockern wir die innere Oberschenkelmuskulatur und mindern damit den Zug am Gänsefuß. Diese Übung sollte 2 bis 3 Mal in 10 Rollvorgängen durchgeführt werden.
Um eine O-Beinstellung zu verringern, hilft es, die Adduktoren bei der Kniebeuge zu aktivieren. Dies gelingt mit einem, der zwischen den Knien zusammengedrückt wird. Von dieser Übung empfehlen wir 3 Durchgänge mit jeweils 20 Wiederholungen. Diese Übung kräftigt die Adduktoren und stabilisiert die Beinachse gegen ein O-Bein. Die Übung wird bis zu 3-mal eine Minute gehalten, je nach Trainingszustand auch kürzer. Die Aktivierung der Abspreizer, der Abduktoren im Hüftgelenk, sichert die Beinachse gegen ein X-Bein. Auch diese Übung kann 3-mal bis zu einer Minute gehalten werden, je nach Trainingszustand auch kürzer. Das Training der großen Gesäßmuskulatur führt zu einer besseren Stabilisierung der Beinachse unter Belastung und entlastet so das Kniegelenk. Die Übung wird mit 3-mal 10 Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Die Rotation im Oberkörper im Kniestand aktiviert die beinachsenstabilisierende Muskulatur, insbesondere auf der Oberschenkelaußenseite. Zu beachten ist, dass das Becken während der gesamten Übungsausführung stabil gehalten wird. Idealerweise werden 10 Rotationen auf beiden Seiten in 3 Durchgängen durchgeführt. Das war Dannys Therapie ihres Pes-Anserinus-Syndroms. Und du kannst die Übungsprogramme ganz genauso machen. Entscheidend sind die Dehnungen der 3 beteiligten Muskeln. Schlankmuskel, halbsehniger Muskel und Schneidermuskel. Außerdem ist Flossing genauso hilfreich wie das beinachsenstabilisierende Training. Fang am besten gleich damit an. Weitere Videos mit weiteren Laufverletzungen findest du hier in der Playlist. Viel Erfolg beim Training!